Und nun wird der Mathe-LK von Herrn Stopperich Ihnen eine klassische Stunde aus Ihrem Schulalltag nachstellen, damit auch Sie einmal die Angst in einer Extremsituation hautnah erleben können. Viel Spaß dabei! Ding dong! Diederich, Geil, Fields, Hoffmann, Kulen, Pazura. Der kommt jetzt eh noch, hoffentlich gleich noch. Fields, Schausten, Schön, Schneider. Entschuldigung. Schönberg. Herein. Guten Morgen. Ich höre. Es tut mir leid, es war kein Parkplatz mehr frei. Ich bin leider zu spät. Akzeptiert. Wollen wir den Unterricht mit einer Aufgabe beginnen? F K von X ist gleich minus 1 hoch K mal X minus K mal E hoch minus K. Bestimme das Maximum. A wie Anne. Bitte. Nicht, wenn du so lange Arme hast. Oh, Entschuldigung. Lass dich nicht aufhalten, Anne. Pazura. 5 Minuten. Was? Fahr fort, Anne. Oh, Entschuldigung. Ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht kannst du weiterhelfen. Sarah. Ja. Vielleicht. Steh mal auf. Stell den Stuhl auf den Tisch. Zwei Schritte zurück. Und? Ist die Leitung jetzt frei? Hilft dir das weiter? Nein? Dann wird die Leitung wohl schon von Anne belegt.
ich weiß nicht genau, wie es gehen soll. Vielleicht gleichsetzen? Gleichsetzen? Gleichsetzen oder jetzt setzen? Ich setze mich lieber jetzt. Anne, das kann doch nicht so schwer sein. Gibt's, Maria? Also ich glaube, ich habe da einen Fehler entdeckt. Ja? Müsste es nicht am Ende anstatt E hoch minus K vielleicht E hoch minus X heißen, dann würde das ein wenig mehr Sinn machen. Das muss ich überprüfen. Minus 1 K X minus K E hoch... Oh, selbstverständlich. Das muss natürlich E hoch minus X heißen. Im Abitur würde so ein Fehler natürlich nicht unterlaufen. Oh, Entschuldigung. Vielleicht müssen wir ja den Verlauf der Gleichung betrachten. Der Verlauf der Gleichung? Ja. Meinst du vielleicht das hier? Ist das der Verlauf einer Gleichung? Sarah, bitte? Was ist eigentlich mit unserer Üs? Die Frage möchte ich zunächst mal hinten anstellen. Anne. Ich sehe gerade, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Wie lautet die Lösung, Klaus? Die Funktion hat ein Maximum bei x gleich 2k. Exakt. Anne. Ich bin entsetzt. Ich sehe schwarz wie das Abitur im Januar. Dir fehlen die Grundlagen aus der Mittelstufe. Setz dich. Welche HÜs? Ja, die von 2004. Uhe! Uhe! Die habe ich anscheinend verlegt. Da muss ich nochmal nachschauen. Machen wir noch ein weiteres Beispiel. Seite 45, Nummer 19. L, die davor sind, kein Problem. Wie wär's mit dir, Alexei? Ja, Gott sei Dank steht bei mir schon die Lösung im Buch. Und bei dir, Marc? Bei mir steht auch schon die Lösung im Buch. Und bei dir, Matthias? Nein. Darf ich mir kurz dein Buch leihen? Oh, natürlich. Danke. Elvi, los geht's. Anne. Ding, dong, ding. Dann bereite die Aufgabe für die nächste Stunde vor. Ihr seid entlassen. Hey.
Aber eins haben wir wohl noch vergessen. Es bleibt eigentlich nur noch D wie Danke zu sagen, Miriam. Auch wenn es vielleicht gerade nicht so aussah, möchten wir uns bei Herrn Stopperich, der glaube ich gerade nicht hier ist, dennoch für die letzten 2,5 Jahre immer sehr qualifizierten Unterricht bedanken. Er hat einen sehr hintergründigen Humor, den man erst zu schätzen lernt, wenn man ihn länger kennt. Trotzdem, oder vielleicht auch sogar gerade deswegen, möchten wir sagen, Dankeschön.